Shalom, meine geilen Eier, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren lustigen Runde. Luna labert sich ein Loch in den Bauch. Ja, ganz spontan hier einfach mal, denn mir bleibt keine andere Möglichkeit, als einfach nur ein Labervideo zu machen. Ich hatte mir den Jahresabschluss auch etwas spektakulärer vorgestellt, muss ich gestehen. Aber man kann es sich ja nicht immer aussuchen. Wie einige auf Facebook und Twitter ja schon gelesen haben, bin ich etwas erkältet derzeit und habe aufgrund der Erkältung natürlich auch weniger Lust aufzunehmen. Ja, herrlich, ich sag's euch, richtig schön verschleimter Husten. Ja, und die PC-Probleme, wie bei Emily Wants to Play im letzten Part, den ich hochgeladen hatte, bestehen nach wie vor. Ich kam aber auch natürlich noch nicht dazu, mir das genauer anzugucken. Ich wollte es eigentlich schon am Sonntag machen, war dann aber krank. Dachte, okay, komm, machst du es Montag. Bin immer noch krank. Ach, welch ein Wunder. Und naja, nun kuriere ich mich erstmal aus, denn Silvester steht vor der Tür. Und ich sag mal, den Jahresabschluss persönlich gesund zu erleben, ist doch etwas wichtiger, als jetzt sich um PC-Probleme zu kümmern. Das mache ich alles im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr habt dafür etwas Verständnis. Denn ich bin ja, wie gesagt, noch kein Vollzeit-YouTuber. Ich möchte auch ehrlich gesagt gar keiner werden. Und deshalb ist das Ganze dann doch so, dass Gesundheit vorgeht als Videos. Auch wenn manche das nicht verstehen können und mir unterstellen müssen, ach, guck mal, Luna, der ist schon wieder mit seinen Ausreden. Hör doch einfach ganz auf. So eine Vögel kann ich leiden, wisst ihr? Klar, irgendwo wirkt es manchmal wie Ausreden. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt nach wie vielen Monaten überhaupt kein Video hochladen, mal wieder endlich Lust gehabt anzufangen, und denkt ihr, ich habe da jetzt mit Absicht irgendwo eine Ausrede mir zu suchen? Ich bin gerade ein bisschen durcheinander, ich bin einfach nur stinksauer wegen der Aussage auch, dass da manche wirklich der Meinung sind, ich würde mir irgendwelche Ausreden einfallen lassen, damit ich wieder keine Videos machen muss. Ganz ehrlich, hätte ich keinen Bock auf Videos, würde ich keine machen. So einfach ist es. Und mir nicht irgendwelche Sachen ausdenken. Ich bin ja nicht irgend so ein sonst sowas. Ich war bisher immer ehrlich zu euch. Ich habe auch ehrlich gesagt, Leute, ich hatte da keinen Bock drauf. Ich hatte so ein, wie gesagt, YouTube-Burnout, nenne ich es mal. Es ist wirklich so gewesen, dass ich einfach aufgrund der ganzen Stresssituation, die ich privat habe und hatte, einfach keine Lust hatte auf YouTube. Wenn ich jetzt wieder Lust auf YouTube habe, dann denke ich mir bestimmt nicht aus, dass ich krank bin, damit ich keine Videos machen muss oder dass mein PC kaputt ist. Dann ist es einfach so. Da kann ich nichts dafür. Denn ich habe ja Lust. So ist es ja nicht. Ich habe ganz viel Lust, YouTube-Videos zu machen. Aber da kommt nochmal anderes dazwischen. Ich habe jetzt auf jeden Fall auch aufgrund eurer Mithelferschaft ganz viele nette Tipps bekommen, woran es liegen könnte. Auch meine Vermutung, dass es die Festplatte ist, hat sich bestärkt, da ich ja wirklich mehrere Leute hatte, die Kommentare schrieben. Die Festplatte wird sein. Bei mir war es genauso, dies, das. Also solche Kommentare kamen. Und da meine Festplatten mittlerweile schon seit 10 Jahren dauerhaft laufen und haufenweise Let's Plays rendern durften, dies, das, also nicht die Festplatten selbst rendern ja nicht, und rendern ist sowieso ein komischer Begriff, eigentlich heißt das ja encoden, sagen wir es mal so, die sind verschlissen, ganz eindeutig. Wie gesagt, die Vermutung liegt nahe, da an meinem PC bisher immer alles eigentlich ausgetauscht wurde, bis auf die beiden Hauptfestplatten, die für die Games und die fürs System. Ich habe mittlerweile schon so weit aufgerüstet, dass ich über 3 Terabyte Datenmaterial sammeln kann. Also ich denke mal, die anderen sind es nicht, sondern eigentlich die beiden Hauptfestplatten, die werden noch ausgetauscht. Ich werde jetzt Windows neu installieren dürfen im neuen Jahr. Ich werde alles Mögliche erstmal sichern dürfen vorher. Das heißt, Save Games, dies, das, für den ganzen Spielen. Damit auch nichts verloren geht und ich für euch weiterhin schön aufnehmen kann. Also, nicht wundern, die Lücke wird jetzt noch ein paar Tage bestehen. Ich wünsche euch trotzdem schon mal auf jeden Fall an dieser Stelle hier, auch wenn ich, wie gesagt, den Jahresabschluss sehr viel imposanter versucht habe zu planen, wünsche ich euch hier einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hoffe, ihr hattet frohe Festtage und für die Schüler unter euch natürlich weiterhin schöne Ferien. Ja, vielleicht gibt es noch irgendwas Neues. Ich denke mal aber, videotechnisch werde ich bis Neujahr leider nichts Tolles auf die Beine stellen können, eben wegen der PC- und der Krankheitssituation jetzt aktuell. Jo. Ja, was sollte ich kurz dazu sagen? Noch ein bisschen das letzte Jahr Resümee passieren lassen und das nächste Jahr schon mal ein bisschen im Voraus spoilern, so sagen wir es mal so. Könnte ein bisschen länger werden, das Labervideo. Ich hoffe, ihr habt die Ausdauer dafür. Ja. Ja, letztes Jahr war ja, wie gesagt, sehr ereignisreich. Vanessa und ich sind zusammengezogen. Wir hatten viele private Probleme und Stresssituationen zu bewältigen, die sich jetzt aber natürlich langsam etwas legen, bis auf ein, zwei Kleinigkeiten. Aber dann für sich seht ihr, ich habe die Zeit wieder gefunden, aufzunehmen. Der Hauptstress ist vorbei. Und dementsprechend
Ja, also YouTube-technisch bin ich eigentlich, muss ich sagen, ganz gut zurückgekommen. Natürlich nicht mit der vollen Kraft. Ihr habt es ja auch gesehen, ab und zu gab es noch ein paar Lücken und in der Regel ein Video am Tag ist erstmal die Regel. Maximal zwei, mehr schaffe ich auch nicht, allein wegen der Internetleistung und wegen meiner eigenen persönlichen Leistung. Aber ihr habt ja auch dafür sehr viel Verständnis gezeigt bis jetzt. Und immer wenn ich irgendwie sage, ja, ich schaff's gerade nicht, dann sehe ich auch anhand der Kommentare, ja, Luna, mach dir keinen Stress und ey, lieber selten als gar nicht mehr und so. Also ich find's echt super, ihr seid wirklich richtig, richtig toll, muss ich sagen. Ihr unterstützt mich dahingehend auch zu meinem Comeback, dass ich das sanft, wie ein Baby bei seiner Wassergeburt, sanft ins Leben komme wieder. Und ja, das ist wirklich sehr schön, das auch zu sehen, dass es sich doch sehr positiv entwickelt. Und bis auf die ein, zwei Disliker, die mir sowieso dahingehend nichts ausmachen, das sind immer noch dieselben Pappnasen, habe ich doch eigentlich eine recht tolle Community, muss ich sagen, die auch sehr viel Verständnis dafür hat, dass eben, wenn nichts kommt, dass ich da auch, wie gesagt, privat dann mich doch erstmal selbst in den Vordergrund stelle. Und das wird auch in Zukunft so sein, wenn ich irgendwo privat was habe, dann sage ich euch Bescheid, hey Leute, hier, ich bin krank oder PC geht nicht oder sonst was und versuche mich da jetzt nicht irgendwie abzuhetzen, um euch irgendwas zu liefern, was dann im Endeffekt nur ein Scheißergebnis gibt. Ja, an und für sich waren da auch wieder ein paar mehr gute, erfolgreiche Videos bei, ein paar weniger erfolgreiche Videos. Ich habe schon gesehen, was besser bei euch ankommt, ist nach wie vor immer noch der Horror. Wobei da manche Sachen auch komischerweise weniger Aufrufe haben und dann wieder manche mehr. Also da denke ich mir auch, okay, der eine hat jetzt, woran liegt's? Was ist da jetzt, was euch nicht so gefallen hat? Was ist da, was euch mehr gefallen hat? Was ist da, was euch verbesserungswürdig erscheint? Wie findet ihr zum Beispiel die geschnittenen Trash-Sachen mit den paar billigen Effekten da drin? Meint ihr, ja, okay, ein paar mehr, aber dafür bessere Effekte oder weniger? Oder wie ist das so? So eine Sachen gern schneiden, so eine Sachen lieber uncut lassen? Also ich bin der Meinung, dass gerade solche Videos, wo im Endeffekt mehr gelabert wird als Action entsteht, dass man dadurch ein bisschen schnibbeln kann und so ein paar lustige Sachen unterlegt. Gefällt vielleicht nicht jedem. Vielleicht könnt ihr auch sagen, ja, nee, so lustig ist das nicht. Lasst das lieber raus. Lasst lieber ganz weg. Macht lieber nur Horror. Ein bisschen Feedback von euch auch auf jeden Fall. Jetzt habt ihr ein paar Auswahlmöglichkeiten gehabt schon mal, was es so geben könnte in Zukunft. Ja, die Uhrzeiten hatte ich ja auch mal, glaube ich, einen Strawpoll gestartet. Da ist mir auch jetzt natürlich aus der Community YouTube selbst auch sehr wichtig, zu welchen Uhrzeiten guckt ihr eigentlich immer so Videos? Was ich erstaunlicherweise zumindest im Strawpoll festgestellt habe, ist, dass die meisten erst abends Videos gucken. Also so ab 17, 18 Uhr fangen die meisten erst an. Ich dachte immer eigentlich so, der Ansturm wäre nachmittags, wenn die Schüler von nach Hause kommen aus der Schule. Gut, nun muss man bedenken, ich habe damals um 13 Uhr Schulschluss gehabt, beziehungsweise um 14 Uhr und war dann natürlich auch um 14.30 Uhr schon zu Hause. Deswegen dachte ich so, okay, in der Regel sind die Schüler so, aber Vanessa hat auch vollkommen recht. Die meisten kommen nach Hause schon erst um 16 Uhr, weil die Schulen mittlerweile so lang gehen. Dann macht man erst Hausaufgaben, isst was, spielt vielleicht noch eine Runde und abends guckt man dann YouTube-Videos. Völlig zu Recht, habt da recht, könnt hinhauen. Was meint ihr? Seid ihr eher so die Abendsgucker oder seid ihr so die Nachmittagsgucker? Schreibt mir mal in die Kommentare. Genauso eben wie die Art der Videos, die ihr sehen wollt. Geschnittene Trash-Videos, ja gerne, aber nicht zu viele oder vielleicht doch mehr davon oder eine gute Kombination, mehr so oder mehr so storylastig wie Layers of Fear, wo man halt auch viel lesen kann, was so ein bisschen bedächtiger ist. Seid ihr dafür mehr zu haben oder wollt ihr einfach nur ungeschnittene, plumpe Trash-Kacke sehen, so Slender-like wie jetzt die letzten Tage? Mehr Rollenspiel-Maker-Spiele aller eine Cops-Party zum Beispiel oder andere Richtung zum Beispiel. Ich habe auch noch ganz viele andere Projekte offen, wie zum Beispiel wurde mir von der Firma hier Dingsbums, ich darf ja irgend so ein Rollenspiel spielen, wollt ihr auch Rollenspiele vielleicht sehen, also so realistische Rollenspiele, so Witcher-mäßig und sowas. Aber was heißt realistisch? Also schöne Rollenspiele, Witcher-mäßig, gut, dafür wird man eine Grafikkarte wohl nicht leisten, erreichen. Egal. Schreibt mir einfach mal so das, was die letzten Wochen zu sehen war, als Feedback in die Kommentare, wie ihr das gerne weiter mit mir zusammen gestalten wollt, denn Feedback der Community ist mir immer sehr wichtig. Ja, ansonsten, was gibt's noch? Nächstes Jahr kann ich noch ein bisschen im Voraus erzählen, wird's ein paar neue Ideen geben, die ich umsetzen möchte. Luna möchte sich an, ich sag mal etwas, wie soll ich's beschreiben? Es hat noch mit Horror zu tun, es wird aber in eine andere Richtung gehen. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob es seriös wird, seriös wahrscheinlich sowieso nicht, es wird mal eine andere Art von Video, sagen wir es mal so. Das habe ich bisher noch nicht gemacht, das gibt es bisher in Deutschland auch noch nicht so viel, diese Art und Weise der Videoerstellung, wird nicht bei jedem ankommen, wird aber, denke ich mal, euch auch nicht verschrecken.
Also ich werde da immer nebenbei ein bisschen dran rumbasteln. Ich werde aber trotzdem weiterhin natürlich ganz normalen Videos machen. Aber ich habe da mal was Lust auf was Neues, was ich bisher noch nicht gemacht habe, was, wie gesagt, ein bisschen mehr Aufwand ist. Jetzt nicht so ein bisschen schnibbeldi-schnipp in so einem Trash-Video. Das ist an einem Nachmittag erstellt. Das ist alles kein Problem. Da sitze ich keinen Tag dran an diesen Videos. Aber da werde ich vielleicht mal ein bisschen länger dran sitzen, weil ich ein grobes Skript auch brauche. Ja, grob. Ich werde nicht skripten. Das wird auch nach wie vor nicht passieren. Aber ich werde so ein paar geskriptete Ideen einschmeißen in dieses Format. Sagen wir es mal so. Lasst euch überraschen. Es wird auf jeden Fall, wie gesagt, völlig anders als das, was bisher auf dem Kanal zu sehen war. Aber es wird die aktuelle Community nicht verschrecken. Da werde ich mal von ausgehen. Nun gut. Ich habe das Gefühl, mein Sound rauscht total. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Wenn ich hier diese Dinger verfolge bei Audacity, dann sieht es irgendwie merkwürdig aus. Nun gut, was gibt's noch groß zu sagen? Eigentlich gar nichts mehr. Viel Gelaber um dasselbe Thema, aber ja, einmal wie gesagt zusammengefasst. Sorry, ich bin erkältet, sorry, PC ist kaputt, es kommt aktuell nichts. Müsst damit leben. Ich will mich lieber erstmal auskurieren. Und jeder, der meint, dass nur irgendwelche billigen Ausreden sind, der kann gerne deabonnieren, das habe ich gar kein Problem mit, mein Gott. Verpisst euch einfach. Aber lasst mir meine Videoerstellung so, wie ich es möchte. Wisst ihr, ganz ehrlich, ich habe mich schon mal verbogen für irgendwelche Leute, die im Endeffekt undankbarer sind als ein Haufen Scheiße. Von daher, geht einfach bitte, deabonniert mich. Ich habe da keinen Bock drauf, jetzt für irgendjemanden irgendwo Rechenschaft abzulegen. Immerhin sage ich Bescheid im Gegensatz zu anderen YouTubern. Von daher, kack drauf. Aber an und für sich war ein schöner Start, hat mir gefallen. Ich hoffe, euch auch. Und wir können gespannt ins neue Jahr treten. Ich bleibe definitiv am Ball. Ich habe jetzt nicht vor, aufzuhören. Und ich denke mal, ihr habt auch nicht vor, irgendwie drauf zu verzichten. Also an und für sich, Videos kommen. Und wer dabei sein möchte und mich ins neue Jahr begleiten möchte, mit gegebenenfalls neuen Formaten auch, der darf gespannt sein und sich freuen. Denn ich freue mich ebenfalls und wünsche euch ein schönes Silvester, einen frohen Rutsch, einen guten Rutsch vor allem ins neue Jahr. Auf das alle Wünsche in Erfüllung gegangen sind, das vergangene Jahr. Und wenn nicht, dann mögen sie vielleicht im nächsten Jahr in Erfüllung gehen. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Auf dann, auf bald. Auf Wiedersehen, Tschüssikowski. Blablabla.